Zwischenfall über dem südchinesischen Meer. Das US-Pazifikkommando wirft einem chinesischen Kampfpiloten ein unnötig aggressives Abfangmanöver vor. Ein US-Aufklärungsflugzeug habe einen routinemäßigen Einsatz im internationalen Luftraum geflogen. Dabei habe sich der chinesische Pilot unmittelbar vor den US-Jet gesetzt und ihn so gezwungen, durch die sogenannte Wirbelschleppe des chinesischen Jets zu fliegen, durch unsichtbare Turbulenzen, also die für die nachfolgenden Flugzeuge gefährlich werden können. China reklamiert ja praktisch das gesamte südchinesische Meer für sich. Allerdings erheben dort auch Vietnam, Malaysia, Brunei, die Philippinen und Taiwan Gebietsansprüche. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.